und herzlich willkommen hier zum dritten und letzten Teil meiner kleinen Miniserie über die ALOQ-Kamera bzw. Kameras, denn bei mir sind das mittlerweile zwei geworden. Die ALOQ, die hat mir so gut gefallen, dass ich mir am Prime Day für 135 Euro direkt eine zweite ALOQ gekauft habe. Aber zum Fazit kommen wir erst am Ende des Films. Als erstes oder zunächst mal schauen wir uns jetzt den Funktionsumfang der Kameras und natürlich auch der App an. Los geht's! Wenn ihr die App gestartet habt, dann kommt ihr zunächst einmal hier in eine Übersicht und das ist so die erste Ansicht, die es hier gibt. Es gibt vier verschiedene. Wir haben hier einmal die Geräteansicht, das ist die Übersicht eurer Kameras. Dann gibt es eine Bibliothek, da gibt es die einzelnen gespeicherten Clips dann nochmal in der Nachschau, sodass man sich die anschauen kann. Dann haben wir hier den Modus, hier können wir für jede Kamera den Modus einstellen und wir haben hier allgemeine Einstellungen zur App, zu den Kameras, zu eurem Konto, die wir hier dann im letzten Punkt ändern können. Ja, wir schauen uns zunächst mal den Punkt Kameras bzw. Geräte an. Hier haben wir eine Übersicht über alle Geräte. Ihr seht, ich habe mittlerweile zwei Kameras. Kamera 1 hier bei mir im Büro und Kamera 2 unten in der Küche. Und man kann hier relativ einfach weitere Geräte hinzufügen. Die Einrichtung hatte ich euch ja schon im letzten Film gezeigt. Ja, dann gibt es pro Kamera hier so ein kleines Übersichtsfenster mit einigen Statusinformationen, wie zum Beispiel hier dem Namen Kamera 1, Kamera 2, so ein bisschen Informationen, was gerade aktiv ist. Ihr seht so ein kleines Uhrsymbol hier und so ein kleines Männchen, das sich bewegt. Das zeigt an, dass hier die Geräuscherkennung und die Bewegungserkennung ausgeschaltet sind. Beide Kameras sind im Moment deaktiviert, sonst würden hier ständig Meldungen kommen. Aber wenn wir das gleich einschalten, mal zum Test, dann werdet ihr sehen, dann sind hier diese Symbole entsprechend auch dann aktiv. Dann gibt es noch was zur Verbindung. Ihr seht, die Verbindung ist hier bei beiden Kameras gut und die Stromversorgung, die erfolgt hier über Kabel, über Netzkabel. Deswegen ist hier so ein Steckersymbol, aber es gibt natürlich auch ALOQ-Kameras, die mit Akku laufen und dann bekommt ihr eben den entsprechenden Batteriestand hier dann ebenfalls angezeigt. Ja, darunter haben wir dann die Live-Bild-Ansicht und hier noch so ein paar Möglichkeiten zur Konfiguration. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Wir starten erstmal so eine Live-Bild-Ansicht. Da einfach mal drauf drücken, dann kommen wir hier live in diese Ansicht rein. Das ist die Kamera, die jetzt hier bei mir im Studio steht. Das dauert immer so ein bisschen, ist etwa 4 Sekunden verzögert, 4-5 Sekunden, bis dann das hier alles auch so live ist. Und ich mache das Bild jetzt hier mal etwas größer. So, da seht ihr mich hier im Studio. Ich winke jetzt mal hier und dann werdet ihr sehen, dass ich hier gleich auch auf dem Bild winke. Das dauert, wie gesagt, ein paar Sekunden. Verzögerung ist da drin. Das Ganze wird ja quasi übers Netz übertragen und dauert da ein bisschen. Ja, was diese Live-Bild-Ansicht angeht, gibt es hier so ein paar Optionen. Wir können die mit der Pause-Taste wieder beenden. Es gibt eine Aufnahmefunktion, also Film aufnehmen oder Foto aufnehmen. Wir können die Helligkeit ändern, hier nochmal den Gain-Wert der Kamera, sodass, falls das Bild zu dunkel sein sollte, wir das darüber entsprechend ändern können. Und dann gibt es hier so ein Mikrofon und so ein Lautsprechersymbol und darüber können wir eben reinhören in den Raum. Ich mache mal ein bisschen lauter, dann könnt ihr das auch hören. Okay, also das ist jetzt das, was man hier so hören kann, wenn man das hier aktiviert. Ich muss es natürlich jetzt wieder ein bisschen leiser machen, sonst haben wir das die ganze Zeit als Echo im Hintergrund. Und dann gibt es hier noch, wie gesagt, das Mikrofonsymbol. Und wenn wir da einmal drauf tappen, dann wird hier eine Verbindung aktiviert und dann bekommen wir hier so ein grünes Mikrofonsymbol. Und wenn wir da drauf drücken und gedrückt halten, können wir über das Mikrofon hier des Pads direkt in den Raum reinsprechen. Mache ich mal gerade. Hallo. Hallo. Ich bin's. Okay, also ihr habt gehört, ich hoffe, ihr habt es gehört, man bekommt dann praktisch von der Kamera oder das wird von der Kamera mit von dem Lautsprecher der Kamera entsprechend wiedergegeben, was man hier dann reinspricht in das Pad oder auch natürlich euer Smartphone. Das Ganze funktioniert nicht nur hier im lokalen WLAN, sondern das funktioniert natürlich auch übers Internet. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr unterwegs seid, dann in die Räume reinsprechen und reinhören. Ja, und das funktioniert halt mit beiden Kameras. Auch da können wir das natürlich mit der zweiten Kamera ebenso machen. Ja, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier auf die Symbole ein. Hier seht ihr die Zeitachse.
Das ist etwas, was nur funktioniert, wenn ihr das zusätzlich bucht. Da gibt es einen zusätzlichen kostenpflichtigen Plan, CVR, Constant Video Recording nennt sich das. Dann nimmt der praktisch permanent auf und speichert das auch permanent ab. Und man könnte dann hier in der Zeitachse hin und her wandern. Habe ich jetzt nicht dazu gebucht, daher können wir hier nicht viel zeigen. Ja, dann gibt es hier die Option, mit der wir praktisch uns anschauen können, die Meldungen, welche Meldungen es hier gab. Da seht ihr die einzelnen Tage und ihr seht, hier gibt es zum Beispiel um 15.02 Uhr gab es hier eine Bewegung und das ist im Prinzip dasselbe, was wir hier auch in der Bibliothek haben, nur halt eben gefiltert nach der Kamera 1. Wenn wir das zurücksetzen, dann bekommen wir hier alle Meldungen angezeigt. Also darüber, über dieses Meldungsmenü, können wir dann praktisch direkt in die Bibliothek springen für diese Kamera. Ja, und dann gibt es hier noch den Punkt der Konfiguration. Hier können wir alle möglichen Konfigurationen vornehmen, was die, ja, sagen wir mal, technischen Daten oder technischen Einstellungen der Kamera betrifft. Wir können einen neuen Namen vergeben. Wir können sagen, die Kamera soll grundsätzlich an oder aus sein. Dann können wir die Zeitzone festlegen. Das ist ganz wichtig, damit auch die Zeit hier entsprechend richtig aufgenommen wird. Dann haben wir die Status-LED, die habe ich hier ausgeschaltet. Dann sieht es immer so aus, als wenn die Kamera aus ist, auch wenn sie an ist. Dann haben wir eine Flackeranpassung, da können wir zum Beispiel für Europa 50 Hertz und für Amerika 60 Hertz einstellen. Das hat was mit der Beleuchtung zu tun, mit künstlicher Beleuchtung, die so ein bisschen im Takt der Wechselstromspannung flackert. Dann haben wir die Videoeinstellungen. Hier können wir die Auflösung ändern, die Alu-Q-Kamera, die kann bis zu 1080p aufnehmen. Ich habe jetzt hier nur 720p, das reicht mir als erstes mal. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Nachtsicht zu aktivieren. Das heißt, dass man, wenn es dunkel ist, also wenn kein Licht in einem Raum ist, dann wird automatisch eben diese Nachtsicht aktiviert. Das können wir aber auch ausschalten, wenn wir wollen. Wenn man also so einen, sagen wir mal, so einen etwas schlecht beleuchteteren Hof hat oder so und dann eben nicht diese Nachtsicht haben möchte, dann kann man das hier explizit ausschalten. Und falls die Kamera an der Decke auf dem Kopf angebracht sein sollte, kann man hier auch natürlich das Bild drehen. Dann gibt es noch so ein paar Einstellungen, die man hier machen kann. Man kann zum Beispiel einen Zoom festlegen, man kann einen Snapshot machen, man kann die Einstellungen zurücksetzen und man kann Zonen erstellen, die dann oder in denen reagiert werden soll. Das geht ganz einfach hier mit so einem Rechteck, was man aufzieht. Da kann man also dann bestimmte Bereiche festlegen, wo man sagt, hier soll reagiert werden oder soll nicht reagiert werden. Dann kann man sich das hier genau konfigurieren. Ich lasse das jetzt hier mal, es würde ein bisschen zu weit gehen und den Rahmen sprengen. Ja, wir gehen wieder zurück. Dann haben wir noch Einstellungen, was die Geräusche angeht. Wir können sagen, Mikrofon an, Lautsprecher an und die Lautsprecherlautstärke kann man hier ebenfalls noch einstellen. Ja, dann gibt es noch Einstellungen, was das WLAN angeht. Wir können die Kamera neu starten, falls da mal irgendwas hängen sollte. Und wir können das Gerät hier natürlich auch wieder aus dieser Ansicht, aus dieser Übersicht entfernen. Das geht natürlich sowohl für die eine als auch für die andere Kamera. Ja, dann schauen wir als nächstes in die Bibliothek rein. In der Bibliothek gibt es dann hier eine Zeitachse. Wie weit die zurückreicht und wie viel hier aufgenommen wurde, das hängt so ein bisschen davon ab, welchen Plan ihr habt. Wenn ihr nur den Standardplan habt, der geht ja nur über 7 Tage und ihr habt 1 GB freien Speicher mit vielen Kameras und viel Bewegung, ist das natürlich entsprechend schnell voll und das heißt, alte Filme werden auch entsprechend schnell wieder gelöscht. Bei mir ist jetzt hier spätestens nach 7 Tagen Schluss. Ältere Aufnahmen werden dann ebenfalls gelöscht. Und dann kann man hier so durchgehen, kann sich die einzelnen Tage anschauen, kann schauen, welche Meldungen gab es denn da, was war da los, was ist da passiert. Wenn wir hier zum Beispiel mal dann das anklicken vom 13.07. 17.40 Uhr, dann seht ihr hier, das ist hier mein Studio, da hatte ich die zweite Kamera eingerichtet. Und ihr seht jetzt hier auch so ein bisschen, was ihr machen könnt. Das sind immer 15 Sekunden Clips, die hier aufgenommen werden. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. So, und dann kann man hier natürlich sagen, ich möchte das zu Favoriten hinzufügen, ich möchte das teilen, wenn man das möchte. Die Nutzungsberechtigung kann man hier ändern. Man kann das Ganze herunterladen, einen Download machen hier auf das iPad. Aber auch zu Hause am heimischen PC. Es gibt auch die Möglichkeit, per Web darauf zuzugreifen, auf die Kameras. Und dann kann man das auf dem PC herunterladen, die Filme. Oder man kann sagen, brauche ich nicht mehr. Das war eh Quatsch. Kann man auch löschen. Das geht hier natürlich. Und das geht natürlich nicht nur hier einzeln, sondern ihr könnt das auch, indem ihr mehrere Sachen auswählt,
hier mit dieser Auswahltaste und dann entsprechend downloaden, löschen, zu Favoriten hinzufügen, teilen etc. Also das geht hier in der Zeitachse. Eine wunderbare Sache. Alles schön übersichtlich, schön gut sortiert. Und es gibt, das habt ihr ja eben auch schon gesehen, die Möglichkeit, nach Sachen zu filtern. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte mir nur Bewegungen anschauen, nur Audiomeldungen anschauen und so weiter. Eine bestimmte Kamera aussuchen. All das ist hier drin. Das lässt also keine Wünsche offen. Ja, sehr umfangreiche Sache, diese Bibliothek, und damit kann man eine ganze Menge machen. Wir gehen aber jetzt weiter in den Bereich Modus. Im Bereich Modus, da wird es nämlich nochmal interessant, denn hier können wir den Modus der Kamera einstellen oder ändern. Ihr seht hier, ihr könnt zunächst mal hier auf der Seite die Kamera auswählen, welche Kamera das betrifft, und dann könnt ihr hier verschiedene Modi einschalten. Es gibt vier vordefinierte Modi, und zwar ist das der Modus aktiviert. Das ist klar, da ist die Kamera eingeschaltet und reagiert. Dann haben wir den Modus deaktiviert, damit ist alles ausgeschaltet und die Kamera reagiert nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Zeitplan zu nutzen. Das heißt, die Kamera reagiert nur zu bestimmten Zeiten. Und wir haben, und das ist sehr interessant, Geofencing. Das bedeutet, dass die Kamera darauf reagiert, wo ihr seid. Wenn ihr im Haus seid, dann sind die Kameras ausgeschaltet. Und wenn ihr außer Haus seid, wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, dann werden die automatisch eingeschaltet. Diese ganzen Modi, die kann man bis auf den Modi deaktiviert. Der ist halt, grundsätzlich alles aus. Kann man noch zusätzlich konfigurieren. Ich gehe mal hier auf dieses Symbol, dann seht ihr, was hier konfiguriert werden kann. Das heißt, wir können hier explizit einstellen, worauf soll reagiert werden, auf Bewegung oder auch auf Geräusche oder nur eins von beiden. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, was soll denn dann passieren, wenn etwas erkannt wird, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wird. Man kann sagen, nichts unternehmen, man kann ein Video aufnehmen oder halt ein Snapshot, also ein Foto machen lassen. Und wir können sagen, wie denn das Ganze als Alarm weitergeleitet werden soll. Push-Benachrichtigung oder halt eben per E-Mail das Ganze versenden. Und wenn ihr E-Mail-Versand auswählt, dann könnt ihr da natürlich mehrere E-Mail-Adressen einfügen. Das ist alles kein Problem, das auch an mehrere E-Mails zu verschicken. Die Videos, die könnt ihr nochmal konfigurieren. Hier Video aufnehmen, wenn wir da einmal drauf gehen, dann seht ihr, bis zum Ende der Aktivität, also solange der Bewegung erkennt, maximal 300 Sekunden, also maximal 5 Minuten am Stück, können hier aufgenommen werden. Oder aber nur in bestimmten fest definierten Zeitraum. Das ist standardmäßig eingestellt, dass hier immer nur Clips, kurze Clips von 15 Sekunden Länge aufgezeichnet werden. Das ist natürlich eine Sache, die auch so ein bisschen intelligent ist, denn in der Regel braucht man ja, man will ja nur die Bewegung haben und das wird dann in kleinen Clips abgespeichert. Da wird auch der Speicher, der Cloud-Speicher nicht so sehr belastet. Aber das kann man hier ändern, wie gesagt, bis zu 2 Minuten kann man hier einstellen, wenn man nur spezielle Zeit haben will oder eben man lässt das durchlaufen bis zum Ende der Bewegung. Dann ist das eben entsprechend maximal 5 Minuten am Stück. Das lässt sich hier alles machen und wir können auch hier diese Sachen etwas genauer definieren, so Sachen wie zum Beispiel die Bewegungserkennung, wie sensibel soll die sein, und auch hier können wir wieder Aktivitätszonen erstellen, sodass wir genau festlegen können, in welchem Bereich denn die Bewegung reagiert werden, auf welche Bewegung reagiert werden soll. Und hier die Geräuscherkennung, da können wir ebenfalls nochmal einstellen, wie sensibel das Ganze ist. Ja, das ist also hier der Bereich aktiviert. Im Bereich Zeitplan schauen wir auch mal gerade rein. Da kommt hier noch so eine kleine Erklärung. Im Prinzip relativ einfach. Ihr seht hier einen bestimmten Bereich. Und in diesem Bereich, wenn wir den mal anklicken, dann wird ein Modus ausgewählt, und zwar der Modus aktiviert. Was ihr dann dort in diesem Modus konfiguriert habt, das könnt ihr dann entsprechend, wird dann hier genutzt bei dieser ganzen Sache hier. Und ihr könnt hier nur die zeitlichen Einstellungen machen. Ihr seht das jetzt hier, bei diesem Ding haben wir hier von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Und wir können hier auch relativ einfach neue hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel sonntagnachmittags hier irgendwo unterwegs seid immer, dann könnt ihr einfach da draufklicken und dann wird das hier dann gesetzt. Und ihr könnt dann genau die Zeit hier festlegen. Was weiß ich, zum Beispiel von 14.30 Uhr, okay, bis sagen wir mal 18 Uhr. So, und dann einmal auf OK und dann ist das hier drin. Und ihr könnt das natürlich auch jederzeit wieder löschen, entfernen und dann wird da, na,
entfernen. So, und dann wird das eben wieder gelöscht. So könnt ihr also genau einen Zeitplan erstellen, was wann passieren soll. Das lässt sich auch hier, lässt sich auch noch reinzoomen. Ihr könnt das minutengenau hier alles festlegen. Immer, wie gesagt, aber so ein Wochenplan. Ja, dann kommen wir hier zum Bereich Geofencing noch. Der ist natürlich nur interessant in Kombination mit einem Smartphone. Dann nutze ich das eigentlich hier. Da hat man eben, wird die Adresse erkannt und dann kann man hier noch eine Reichweite festlegen, groß, mittel oder klein, und ab wann dann eben darauf reagiert werden soll. Da könnt ihr hier auch manuell eine Adresse eintragen, wenn ihr hier kein GPS habt und deswegen, aber das ist wie gesagt nur interessant in Kombination mit dem Handy. Und sobald ihr dann aus diesem Bereich rausfahrt, also sobald ihr etwas weiter weg seid, werden alle Kameras auf aktiviert geschaltet, beziehungsweise die ausgewählte Kamera auf aktiviert geschaltet und der Rest, und sobald ihr wieder zurück seid, wird dann eben wieder deaktiviert. Eine sehr interessante Sache, die nutze ich persönlich hier, sodass ich automatisch immer sicher sein kann, wenn ich hier bin, dann wird nichts aufgenommen und sobald ich weg bin, dann wird das eben aufgenommen, die Kameras sind scharf geschaltet. Ja, dann haben wir hier noch den Punkt Modus hinzufügen. Hier können wir eigene Modi anlegen, noch zusätzlich und dann auch nutzen. Da können wir diverse Einstellungen vornehmen, für welche Kamera, was genau passieren soll, die Bewegungsempfindlichkeit, Aktivitätszonen und so weiter. Also all das, was ihr gerade eben schon auch gesehen habt in der Konfiguration im Prinzip, das im Bereich aktiviert. All das könnt ihr dann in eigenen Modi auch anlegen und ihr könnt das natürlich auch nutzen in Kombination mit dem Zeitplan, sodass ihr zu bestimmten Zeitplänen bestimmte Sachen da schalten könnt. Also auch hier dieser Bereich lässt keine Wünsche offen. Ihr könnt wirklich die Kamera genau so konfigurieren, wie ihr das haben wollt. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, kommen wir abschließend noch ganz kurz zu den Einstellungen. Im Bereich der Einstellungen gibt es dann eher so, ja, ich sag mal, administrative Sachen. Ihr könnt hier zum Beispiel euer Netgear-Konto verwalten. Ihr könnt hier über die Bearbeiten-Funktion könnt ihr entsprechend darauf zugreifen, könnt Dinge wie Namen, E-Mail etc. ändern, Passwort ändern. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, anderen Netgear-Nutzern, die ebenfalls ein Konto haben, hier einen Zugang zu geben, sodass die praktisch auf eure Kameras zugreifen können. Da könnt ihr einfach hier oben einmal auf Plus drücken, dann gebt ihr hier die Daten ein. Ihr sagt, welche Kameras die sich anschauen können, ob die nur anschauen oder ob die auch verwalten können. Das könnt ihr hier über diese Zugriffsrechte-Funktion dann freischalten, sodass ihr also auch hier genau konfigurieren könnt, wer darf gucken. Zum Beispiel im Urlaub, wenn ihr da jemand habt, der hier in der Nähe wohnt, ihr seid im Urlaub und der soll halt eben Meldungen bekommen, dann ist das kein Problem. Der kann aber die Einstellungen der Kameras nicht ändern. Das ist also hier drüber möglich. Dann habt ihr hier nochmal euer Abo. Ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Beim letzten Mal, es gibt verschiedene Abo-Versionen. Hier seht ihr hier nochmal dieses Basic-Abo. Ihr könnt aber natürlich auch andere Abos euch kaufen, kostenpflichtig kaufen. Hier seht ihr, 5 Stück werden standardmäßig unterstützt, 2 sind jetzt hier verbunden und wir können natürlich auch da Änderungen dran vornehmen. So, dann haben wir hier die Geräteanordnung. Das betrifft die Anordnung der Geräte in der Geräteübersicht. Da könnt ihr hier über die Bearbeiten-Funktion die Reihenfolge ändern. Es gibt eine einfache Hilfe, die euch verweist an den Support bzw. an die Foren-Community. Und wir haben hier nochmal eine Info mit der Version, Nutzungsbedingungen und, das finde ich persönlich interessant, auch der Hinweis auf die Open Source Lizenz. Viele verschweigen das ja immer, die nutzen Open Source und verschweigen das. Hier wird aber offen damit umgegangen und auch die Lizenz zumindest dann angezeigt. Ja, und zum Abschluss wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, wie so eine Meldung aussieht. Das heißt, wir werden jetzt mal die Kamera 1 hier scharf schalten, aktiv schalten. Und sobald die dann aktiv ist, wird es dann hier sicherlich auch gleich eine Meldung geben, wenn ich hier jetzt mal hier mich so ein bisschen bewege. Ihr seht das auch schon hier an der Anzeige, dass eben jetzt hier die Geräuscherkennung aktiv ist und auch die Bewegungserkennung aktiv. Und ja, ich hoffe, wenn ich jetzt mich hier so ein bisschen bewege, wenn ich mal aufstehe zum Beispiel, dass dann entsprechend auch eine Bewegung erkannt wird. Jawohl. So ist es. Jetzt haben wir hier eine Bewegung, die erkannt worden ist auf der Kamera und wir bekommen auch eine Meldung hier aufs Handy. Und ihr seht das auch nochmal hier,
Da haben wir jetzt das Männchen war gerade orange. Das bedeutet, dass hier eine Bewegung erkannt wurde und nicht nur ein Geräusch. Und wir können uns das natürlich hier auch anschauen. Da seht ihr das, 17.40 Uhr, da ist die Meldung von heute. Und das ist dann hier das, wo ich mich da bewege. Genau. Und wenn ich dann auch aufstehe, dann seht ihr das. Okay. Ja, also es hat geklappt. Wunderbar. Und ich schalte die jetzt aber wieder aktiv, deaktiv für die Abmoderation. Ja, soweit. Also der Funktionsumfang der App und natürlich auch so ein bisschen hier der Alo-Q-Kamera. Eine Sache konnte ich euch nicht zeigen, und zwar die Nachtansicht. Die könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine klassische Nachtansicht eben aussieht. Das funktioniert super. Das Umschalten funktioniert auch super, wenn man zum Beispiel Licht anmacht. Dann schaltet die Kamera direkt um von der Nachtsicht auf die normale farbige Ansicht. Also auch das alles einwandfrei. Überhaupt, und damit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Fazit, gefällt mir die Alo-Q sehr, sehr gut. Die funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Man hat nicht viel zu tun mit der Einrichtung. Das funktioniert alles sehr, sehr einfach. Es ist intuitiv. Wenn man sich so ein bisschen auskennt und schon mal sowas eingerichtet hat, dann geht das sehr einfach. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, wo man denn jetzt nun seine Fotos speichert, ob die auf einer SD-Karte aufgenommen werden. All das funktioniert automatisch. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Auch der Funktionsumfang, das habt ihr heute gesehen, ist super leicht zu konfigurieren. Es gibt viele Möglichkeiten mit Zonen, mit Geräuschen, mit Lautsprechern, mit Reinsprechen über Mikrofon und. Das lässt also wirklich keine Wünsche offen, diese Kamera. Ganz, ganz toll. Wenn ihr von mir verlangen würdet, Nachteile aufzuzählen, dann gibt es eigentlich nur zwei, die mich persönlich aber nicht wirklich stören. Der erste Nachteil oder beide Nachteile betreffen eigentlich eher so das Abspeichern. Denn die Videodateien, die werden ja nicht hier auf einer Karte gespeichert oder sowas, sondern die werden eben in die Cloud hochgeladen. Das heißt, die sind bei Netgear. Da haben wir so ein bisschen das Stichwort Datenschutz. Da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden, dass eben die Daten dann woanders liegen, irgendwo in der Cloud liegen. Da muss man also ein bisschen Vertrauen haben. Und das Zweite ist natürlich, dass eben diese Einseitigkeit es auch verhindert, dass man zum Beispiel irgendwo anders gezielt abspeichert. Das geht eben hier nicht. Also wer zum Beispiel eine NAS hat oder sowas und gerne auf der NAS seine Videofiles speichern möchte, der kann das hier mit der Alo-Q eben nicht. Mich persönlich, wie gesagt, stört das nicht. Ich finde es eigentlich auch eher gut, dass die Sachen sofort ins Internet hochgeladen werden. Denn wenn mal irgendwas sein sollte und tatsächlich irgendwer bei mir einbricht oder sowas, dann wird das eben ins Internet hochgeladen und ist nicht lokal auf der NAS. Und die können dann vielleicht mitgenommen werden oder so. Oder nicht auf einer SD-Karte, die noch in der Kamera steckt. Und die Diebe nehmen dann eben auch die Kamera mit. Also für mich ist das kein großer Nachteil. Aber man muss natürlich fairerweise darauf hinweisen. Ja, regulär kostet die Kamera knapp 200 Euro. Das finde ich völlig in Ordnung für den Funktionsumfang, den die Kamera hier bietet. Die Möglichkeiten, die die Kamera bietet. Die einfache Einrichtung. Das ist toll. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Man ist sehr, sehr schnell auf einem Level, wo man sagen kann, das funktioniert. Auch das Geofencing zum Beispiel, das finde ich super. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, funktioniert einwandfrei bei mir. Und das freut mich immer, wenn dann da irgendwas passiert und ich sehe dann zum Beispiel, wenn meine Tochter nach Hause kommt, wenn ich unterwegs bin oder so. Also eine super Sache, sehr zu empfehlen. Wo ihr die Kamera kaufen könnt, ist natürlich hier unten drunter nochmal verlinkt. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen, die Serie hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich wie immer gerne über nette Kommentare da unten. Daumen nach oben nicht vergessen, empfehlt mich weiter. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Filme mehr verpasst. Zum Abschluss von mir wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.